Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und es gibt einen neuen Retro Gamer und zwar das Retro Gamer Magazin 1 2014, zwar noch 2013, aber ist ja okay. Arkon, brauche ich nichts zu sagen, werde ich verlinken. Cool. Winnie Forster erzählt ein bisschen was über Japan. Ihr wisst ja, ich habe ja da persönliche Präferenzen. Ja, wer mit dem MSX groß geworden ist, hat natürlich Präferenzen mit Japan. Und das Ding von Konami, das möchte ich sehen. Kleine Schulmädchen und Kettensägen. Ich bin im Himmel. Speedball. Wenn ihr das nicht kennt, guckt's euch an. Kult, Kult, Kult. Ja, achte Generation. Ihr wisst ja, ich habe ja da ein Unboxing gemacht. Ich werde da auch mal ein bisschen was noch verlinken. Dann könnt ihr uns das auch noch angucken. Hier wurde so das Thema gemacht, was gibt es auf den aktuellen Konsolen halt von dem alten Kram, sei es Virtual Console, sei es eben PSN oder eben Xbox. Sierra Online. Ihr wisst, ihr kennt meinen Faible für Adventures. Ich habe es ja schon angekündigt, es wird von King's Quest 2014 mehr geben. Da sind die nächsten Retro-Börsen, da seht ihr, einmal Oberhausen, einmal Bochum. Na, da werdet ihr ihn wieder finden. Und Flight of Amazon Queen habe ich ja auch angekündigt, tolles Adventure, werde ich machen. Das fand ich ganz lustig, diese Globetrotter, ne? Wer hat sich wo bewegt, der Nathan Drake von Uncharted oder Zack McCracken. Ist schon cool, also. So, GoldenEye, ja? Freunde, GoldenEye, das brauche ich glaube ich nicht sagen. Wer ein N64 zu Hause hat und kein GoldenEye, der holt sich das jetzt. Das ist absolut Pflicht. Ja, mit dem Sega Master System bin ich noch nicht ganz so warm. Ich habe zwar eins, Grüße an den VHawk LP, der kennt sich da wesentlich besser aus. Der hat auch schon schöne Let's Play-Projekte da gemacht. Da arbeite ich mich immer noch ein. Ich bin immer noch ein Sega-Nubi, aber glaubt mir, es kommt. Also Wonderboy zum Beispiel stand da oder hier eben... Lucky Dime Capper von Donald Duck. Geiles Game, ohne Frage. Defender of the Crown. Ihr kennt mich, ich verlinke es. Ich habe es mal zu Valentinstag gemacht und es funktioniert immer noch wie geschnitten Brot. Es ist ein absolutes Kultgame. Ja, Thrust. Habe ich auch meine Erfahrung mitgemacht. Ich habe die, glaube ich, die 64er-Version davon gemacht. Werde ich auch verlinken. Ja, Breakout. Kult. Vor allen Dingen achtet mal eben, na, zeige ich euch das mal eben oben auf die Namen. Nolan Bushnell, ne? Steve Wozniak. Steve Jobs, wem das nichts sagt, sofort googeln. Nein, also Wozniak und Jobs haben tatsächlich an Breakout gearbeitet, ist auch eine geile Geschichte. Steht da auch super geil drin, also muss man sich genießen. Ist auch ein bisschen wieder, was die Branche halt damals so machte. Ja, Invasion der Münzräuber, ja, Space Invaders. Da sind übrigens ganz schön, da standen auch mal Arcades, die ich überhaupt noch nicht kenne, die noch älter sind. Ihr kennt mich ja. Ich werde sowas für euch raussuchen. Space Invaders haben wir ja gemacht. Let's Compare. Verlinke ich nochmal. Verlinke ich auch von den Kollegen MS Standard und vom Starkiller vom Telespiel TV Channel. Ja, ich hab's euch gesagt. Der Jaguar wird 20 und keiner merkt's. Oder der Jaguar. oder Jaguar habe ich jetzt irgendwo gelesen. Das fand ich ganz lustig. Ich glaube, die in Südstaaten nennen den Jaguar. Ja, er hatte sicherlich tolle Sachen. Also Doom ist echt exzellent auf der Maschine. Aber das meiste ist einfach nicht so der Bringer. Ja, guckt euch mal ein bisschen so die Außenseite an. Also hier im Heft. Und ja, Spin Dizzy kann ich sagen, kenne ich, habe ich aber kaum gezockt. Ja, Naughty Dog, sicherlich bekannt. Das seht ihr gleich, wenn gleich die aktuellen Titel kommen. Die haben, sind aber auch schon wesentlich länger in der Branche. Da ist es, ne? Uncharted, Last of Us. Absolut Kult mittlerweile. Hier, Master of the Lambs für einen C64. Ne? Ich werde euch das verlinken. Ich habe so einen Previewer mal gemacht. Mastertronic habe ich euch ja schon mal erzählt. Das sind die, die diese ganzen Billig-Games machen. Aber ja, Chiller haben sie gemacht und ein paar andere Sachen. Die sind ganz putzig. Ninja kann ich auch nochmal verlinken. Ich werde das sowieso nochmal, wenn ich es dann beschreibe, das Video eh gucken müssen. Und dann werde ich das mal machen, was dann noch so alles ist. Ja, Sega. Na, der Mega Drive. Geniale Sachen. Wirklich geniale Sachen gab es dafür. Ja, Abo, ne? Ich sag's mal so ganz ehrlich, das ist immer noch das beste Magazin für den Retro-Bereich. Also, nehmen. Die Waffen ist immer lustig. Wenn man sich jetzt die Waffen anguckt und dann einfach mal mit den ersten Waffen aus der Pong-Zeit vergleicht, da hattet ihr dann wirklich Waffen. Also, es gab für System Shock 2 der geistige Vorreiter von Bioshock. Pflicht. Und hier Capcom. Capcom gilt, das ist vielleicht eine Aufgabe für euch, die ihr das Video seht, als der beste Third-Party-Hersteller ever. Cadillacs and Dinosaurs, Dead Rising, Grüße an den Alpha 87 LP, der macht Dead Rising 3, gucken, werde ich auch verlinken. Phoenix Wright, Power Stone, Commando natürlich, UN Squadron, Street Fighter, Resident Evil,
Mega Man 2, mein, ich sage wirklich, mein Lieblings-NES-Game oder Ghouls and Ghosts, oh, legendär. Und der NES, ne, für, wenn wir schon am Feiern sind, wird tatsächlich 30 auch eine absolute Pflichtmaschine. Stand auch endlich mal in diesem Magazin richtig drin, was viele gar nicht auf die Kette kriegen. Der war in Deutschland, interessierte das eigentlich keinen. In USA war das das Ding, dass die Amerikaner nach dem zweiten Videogame-Crash wieder überhaupt auf Konsolen interessiert hat. Die hatten überhaupt keinen Bock. Also die haben sich wieder mit dem C64 großartig beschäftigt, noch mit dem Amiga. Das heißt, ohne den NES wäre die Branche jup, weg. Ja, hier so ein paar Games. Thief. Ja. Wir sind ja mal gespannt, wie das neue Thief werden soll. Ich bin mal gespannt, was sie da machen. Es ist ja mit der Urvater des Schleichens. Zusammen natürlich mit Splinter Cell und natürlich mit Metal Gear, klar. Wobei Thief das noch ein bisschen in eine andere getrunken. Das ist immer so schlüssig, das sind so die Arcade-Games, die nie irgendwie auf eine andere Plattform kamen. Das sind ja meistens die, die man gar nicht kennt. Und ihr kennt mich, ich gucke mir das an. Top 35 Mega Drive-Spiele, wie schon gesagt, der Mega Drive, tolle Sachen. Aladdin auf der Kiste Go, großartig. Rocket Knight Adventures, kann ich nur empfehlen. Shining Frost ist nicht so ganz meine Welt. Castle of Illusion. Hier auch wieder, werde ich auch verlinken. Hat er auch was davon. Der Alpha 87 hat das Remake gemacht. Zeige ich euch dann auch. Streets of Rage 2. Ich mache mir wahrscheinlich nicht viele Freunde, aber ich finde von diesem Genre fand ich das Game mit am besten. Dino Crisis, ganz lustig, hatte mir einer gesagt, musst du zocken, obwohl ich eigentlich Resident Evil Fan bin, bin ich an den beiden Dino Crisis eigentlich extrem vorbeigekommen. Ich habe aber geschworen, ich hole das nach. Ja, Jurassic Park, ne, x Möglichkeiten, x Sachen, die Dino-Zeit, ja, das war einfach damals richtig in. Apprentice, vielleicht, also, auf jeden Fall von meiner Sammlung das genialste CDI-Game, was ich auf der Kiste habe. Tut's euch mal an. Ich werde den Half-Blind Gamer mal verlinken. Der hat tatsächlich ein ganzes Let's Play davon gemacht. Tut euch mal die Bonusfolgen, ganz geil. Super Castlevania 4. Genießt es. Ich glaube, neben Symphony of the Night und Rondo of Blood die Nummer 3 in meiner ewigen Castlevania-Liste. Das Ding ist einfach großartig. Zombie Ate My Neighbors. Genial. Donkey Kong Country. Earthbound. Ja, liebe Freunde von Nintendo, da war was. Warum haben wir nie das Modul damals gekriegt? Da sind zum Beispiel auch ein paar Games, zum Beispiel so ein Tennis-Game. Da weiß ich gar nicht, warum das so unglaublich gut ist. Pilot Wings. Ja, hat mich damals gar nicht so geflasht. Also, Secret of Mana ist natürlich Kult. Braucht man nicht gar nicht mehr sagen. Contra. Ja, Zelda. Super Mario Kart. Super Metroid. Ah, Super Metroid ist jetzt mittlerweile übrigens mein Lieblings-Metroid, falls das euch interessiert. Transport Tycoon, weiß ich, waren Leute unglaublich scharf. Cannon Fodder, großartig, super, Pflichtprogramm. Vielleicht mache ich da auch noch ein bisschen mehr von, weil das ist einfach nur unglaublicher Spaß. Das ist ein Game, was ich nun gar nicht ernst nehme. Hier finde ich lustig mit den anderen Wargames, ja. Gut, hallo nochmal Grüße an Glamour Scoble. Tag auch. Counter-Strike. Gibt's irgendeinen unter euch, der noch nie Counter-Strike gespielt hat? Ich glaube, den gibt es nicht, ne? Ich glaube, egal welche Version, das ist einfach bekannt, das ist Allgemeinbildung. Ja, da ist die Retro-Börse in Bochum. Da gibt's den schönen Bericht zu. Konnte ja auch mal mit Leuten, die hier vom Verlag sind, mal quatschen. Die sind echt cool drauf, die Jungs. Oder beziehungsweise Mädel. War ganz putzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerne mehr davon. Also man wird sich sicherlich nochmal auf anderen Börsen begegnen. Ja, nächstes Mal C64, 3DO und natürlich das geniale Game Shadowrun. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, ich sage ja, der 3DO ist echt eine Konsole, die man auch kennen muss. Tut's euch mal an. So, jetzt mache ich nicht hoffentlich das Mailheft kaputt. Und das war's. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und das war der Retro Gamer 1 2014. Ich werde das weitermachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, auf diesem Kanal ist viel Retro-Kram. Tobt euch aus. Wir sehen uns. Tschüss.